Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Einführung der Pflegeversicherung vor ungefähr 25 Jahren war eine gute Entscheidung. Wir alle haben ein erhebliches Risiko, im Alter ein Pflegefall zu werden. Die Pflegeversicherung ist deswegen eine wichtige Säule unseres Sozialsystems. Weiterhin hatten wir damals schon gute Erfahrungen gemacht mit dem parallelen Vorhandensein eines privaten und eines einer gesetzlichen Versicherung in der Krankenversicherung. Wir haben dieses duale Prinzip für die Pflegeversicherung übernommen. Auch das war eine gute Entscheidung. Man hat damals natürlich auch ein paar Fehler gemacht. Die demografische Entwicklung war damals schon klar absehbar. Da hätte man etwas mutiger sein können. Da wurde einiges versäumt. Und das sind die Fehler, mit denen wir uns heute rumschlagen und die ja die Linke auch in ihrem Antrag durchaus anspricht. Ein Pflegeplatz kostet heute ungefähr 2.000 Euro, und da sprechen wir nur über Unterkunft und Verpflegung. Da sind viele schon an ihrem finanziellen Limit. Und dann kommen auch noch ein Teil der Pflegekosten dazu, die auch noch übernommen werden müssen. Selbst Menschen mit einer guten Rente werden dann plötzlich zu Sozialfällen. Da bleibt gerade noch ein Taschengeld übrig. Der Besuch beim Friseur, im Restaurant, das Weihnachtsgeschenk für die Enkel ist da ein oft kaum noch bezahlbarer Luxus. Und auch die 4 Millionen Menschen, die Angehörige pflegen, stehen nicht gut da. Den Job aufzugeben, um die Oma zu pflegen, das ist selbst für Menschen mit einem geringen Einkommen kaum finanzierbar. Die Pflege bleibt dann oft bei den Angehörigen hängen, die selber schon im Rentenalter sind. Die sind aber dann auch schon altersmäßig weiter fortgeschritten und kommen dann natürlich physisch oft an ihre Grenzen. Das sind alles richtige Punkte. Nur was schlägt die Linke da vor? Da wird ganz tief in die sozialistische Mottenkiste reingegriffen. Mehr staatliche Regulierung, mehr Vorgaben, weniger private, weniger Eigenvorsorge und natürlich das Private ist ganz böse, meine Damen und Herren. Und ich möchte mal mit einem Vorwurf aufräumen, der bei Ihnen immer wieder auftaucht. Das ist der unsolidarische Privatversicherte. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Da ist ein Einkommensmillionär, also jemand, der wirklich 1 Million Euro im Jahr verdient. Nehmen wir weiter an, er ist selbstständig, er zahlt nicht in die Rentenversicherung ein, er ist privat kranken- und pflegeversichert. Dieser Mensch zahlt im Jahr an Einkommensteuer 450.000 Euro. Davon landet ungefähr die Hälfte im Bundeshaushalt, knapp die Hälfte, 210.000 Euro. Wenn wir uns jetzt mal den Bundeshaushalt anschauen, dann geht von dem Geld ungefähr ein Drittel in die Sozialversicherung als Unterstützungszahlung. Meine Damen und Herren, das heißt, dieser Einkommensmillionär zahlt indirekt über die Einkommensteuer jedes Jahr 70.000 Euro in die Sozialversicherung ein, ohne jemals eine Leistung dafür zu bekommen. Er bekommt nie eine staatliche Rente. Er wird nie eine Leistung der Kranken- oder Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. 70.000 Euro, das ist ungefähr das Fünffache dessen, was ein Durchschnittsverdiener einbezahlt, meine Damen und Herren. Und der bekommt dafür eine Leistung. Nein, das, was Sie immer hier wieder verkünden, der unsolidarische Privatversicherte, meine Damen und Herren, das ist Klassenkampf. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Es ist letztendlich nur eine Spaltung der Gesellschaft, die Sie hier vorantreiben. Es ist letztendlich Fake News, was Sie hier betreiben. Und Ihre sozialistischen Fantasien finden ja nicht nur Freunde bei den Grünen, sondern mittlerweile eben halt auch bei der immer weiter nach links rückenden SPD. Ich sage Ihnen ganz klar, wir bei der AfD, wir stehen zu unserer sozialen Marktwirtschaft. Wir stehen klar dafür ein, dass wir die Belastung der Bürger, die schon weltweit mit am höchsten ist, nicht immer noch weiter vor, nicht weiter nach oben treiben müssen. Wir brauchen endlich eine Entlastung unserer Bürger. Meine Damen und Herren, Sozialismus wird es mit uns definitiv nicht geben, weder den nationalen noch den von Ihnen bevorzugten Internationalsozialismus. Die Kollegin Claudia Moll hat für die SPD-Fraktion das Wort.